Und wir sind zurück. Herzlich willkommen hier zu Teil 2 dieser Glaubenssatzgemetzel-Videoserie. Dies ist der letzte Teil und heute schauen wir uns die zweite Hälfte des Videos an, das ihr hier schon seht. Und zwar den Re-Upload von Follow Me Reports. Ich habe alles dazu gesagt, was der Hintergrund des Videos ist und worum es genau geht in Teil 1. Das heißt, ich verlinke dir hier oben den Teil 1. Wenn du den noch nicht gesehen hast, dann schau dir den bitte als erstes an und dann treffen wir uns danach hier an dieser Stelle wieder. Ansonsten, wenn du Teil 1 schon gesehen hast, dann let's go. Freue ich mich, jetzt weiterzuschauen und das Ganze weiter zu kommentieren und dich hier auf die Reise mitzunehmen. Bewusstsein sind. Und dann habe ich halt ihre Sichtweise versucht besser zu verstehen und Wie war die Frage nochmal? Er hat da eigentlich beantwortet. Bin ich sehr bei ihm. Also es gibt tatsächlich so, es gibt diesen echten Feminismus mit einem wirklich guten Grundgedanken, dass einfach Menschen Menschen sind, unabhängig von ihrem Geschlecht, dass sie gleiche Rechte haben. Das ist ein toller Gedanke und das ist auch in meinen Augen die Essenz von Feminismus. Und dann gibt es halt diese wirklich aufgesetzte Scheiße, die sich Feminismus nennt, der Namensfeminismus, wenn man so will, der so hasserfüllt ist und so sinnlos. Ja, da bringt eigentlich gar nichts, überhaupt drüber nachzudenken, ja. Und das ist natürlich schade, dass dieses an sich schöne Wort Feminismus so in den Dreck gezogen wird von einem Teil der Gesellschaft. Aber ja, mei, was soll man sagen? Ist halt einfach so. Das war die Frage. Und konntest du ihre Sichtweise verstehen? Verstehen schon, ja. Und du, Jamie? Ebenso. Ich habe gerade mit einem Soziologen gesprochen, der hat auch nochmal so erzählt über das Porno-Genre, dass es eben sehr häufig ein sexistisches Weltbild auch reproduziert oder zeigt. Das ist was, was ihr ja auch darstellt. Wie ordnet ihr das denn ein? Ich finde, viele Frauen stehen drauf. Also ich stehe darauf, unterwürfig zu sein. Ich habe es auch versucht, ein bisschen dominant. Mal ganz kurz an der Stelle. Ich finde es echt mega cool von denen, dass sie sich diesen Fragen überhaupt stellen. Also dass sie irgendwie sich die Zeit nehmen, weil es ein erfolgreicher Unternehmer, dass sie sich die Zeit nehmen, hier die Fragen zu beantworten, sich der Öffentlichkeit und den Fragen zu stellen, finde ich irgendwie positiv. Dominanter zu sein, aber irgendwie passt es nicht. Irgendwie fühlt es sich einfach falsch an. Nachdem ihr das Video mit uns gemacht habt, hat sich in eurer Beziehung auch was verändert, auch nachdem ihr es vielleicht gesehen habt in dem Video? Vielleicht ein bisschen schon. Ich denke, wir haben uns natürlich auch verbessert dadurch. Früher waren wir auch vielleicht nicht super positiv. Es gab natürlich Momente, wo ich ein bisschen genervt war. Heute meditiere ich eher und bin mehr präsent und so. Wir haben natürlich Hochphasen und Tiefphasen, aber ich glaube, die generelle Richtung ist immer nach oben, also wird immer besser. Und was sind die Tiefphasen? Wenn sie ihre Tage hat, zum Beispiel, nein. Ja, ich höre manchmal zum Beispiel, der Blick. Scheiße. Auf nichts, bin ich irgendwie genervt oder so und natürlich überträgt sich das. Wie gehst du denn damit um, Nico? Ich versuche natürlich, ruhig zu bleiben und sie zu beruhigen. Genau. Aber macht es schon gut. Ja. Ja. Dann würde ich super gerne mal, Jamie, mit dir sprechen. Okay, dann viel Spaß. Danke. Ich lese nochmal. Ich finde das so cool. Also ich finde das so cool, wo ich das beim ersten Mal gesehen habe, das Video, und wo die so gefragt hat, wirklich wie so eine Lehrerin. Und dann, Jamie, will ich noch einmal mit dir alleine reden und mit dir, Nico, dann muss ich auch nochmal alleine sprechen. So, wie sie das gesagt hat, war meine erste Reaktion, bin ich ganz ehrlich, war so, what the fuck? Wer denkt sie zu sein, dass sie jetzt hier irgendwie ja die Lehrerin spielt und erst uns gemeinsam und dann noch Einzelgespräche mit beiden führen will und so? Da muss ich sagen, da haben mich die beiden auch wieder inspiriert, dass die halt so frei waren, einfach gesagt haben, okay, do it, have your fun, stell deine Fragen, tu es auf die Art und Weise, wie du es fühlst. Und für die ist überhaupt kein Problem. Die haben so ein festes Vertrauen und stehen auch in ihrer Beziehung wohl offensichtlich so fest, dass die halt einfach sagen, ja, wir stellen uns den Fragen auch einzeln. Wir brauchen einander jetzt nicht unbedingt, um hier die Fragen zu beantworten. Und das, finde ich, spricht ja auch sehr für die Jamie, der ja von vielen
in den Kommentaren vorgeworfen wird, sie sei halt nur Anhängsel, unterwürfig und so weiter. Und hier merken wir halt, es macht ihr auch gar nichts aus, auch wenn sie mal alleine halt Fragen beantworten muss und ja, zur Rede gestellt wird, wenn man so will. Es klingt so, als hätte sie irgendwas falsch gemacht, was natürlich nicht der Fall ist. Vor. Es gibt ja die Doku Pornfluencer über die beiden. Und dann machst du irgendwie dieses Cool. Und dann, wenn dieses Dö kommt, füllen wir deinen Po. Und dort wurde sehr sichtbar, wie manipulativ er mit ihr umgeht. Bitte darauf eingehen. Er hat mich eigentlich nur ins Positive manipuliert. Bevor ich mit ihm zusammen war, war ich so unselbstbewusst. Man hat es voll gemerkt, ich war so, eigentlich hatte ich kein gutes Selbstbild von mir. Und heute bin ich viel besser mit mir selbst. Und er hat mir beigebracht, mich selbst zu lieben. Hast du die gesehen eigentlich, die Pornfluencer-Doku? Ja. Wie war so dein Gefühl, als du das gesehen hattest? Am Anfang ganz okay, aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht habe ich so überreagiert manchmal, so war ein bisschen nicht gut gelaunt in dem Moment. Wo meinst du, hast du überreagiert? In welchen Situationen? Wenn ganz normal so sie uns gefilmt haben, dann wollte ich manchmal einfach nicht, weil es mir irgendwie so peinlich war. Und du meinst, dass es wäre, ist überreagieren, wenn du einfach mal was nicht machen möchtest? Ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht hätte ich ein bisschen netter reagieren können. Oder heb mal deine Hand an deine Brüste. Nee, ich will's nicht. Dann geh runter in die Knie. Nein. Manchmal war es auch einfach nur eine bestimmte Bewegung, die du nicht machen wolltest. Ist sie lernen? Ich will dich nicht los? Bewegen. Ich finde gerade einfach keine entspannte Sitzposition, Mensch. Ich will ihn nicht bewegen. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt vor, dass du keinen Excuse mehr hast, es nicht zu tun, okay? Ich will. Passiert das öfter mal, dass du dann was nicht machen möchtest und ihr dann. Krass, es immer wieder auf dieselbe Sache geht. Wenn ich zum Beispiel Schmerzen habe, mit dem nicht möchten, nicht möchten. Das wehtut oder so, dann sage ich, können wir das bitte aufhören oder so, und das ist immer verständlich, ich sage natürlich. Das fand ich aber in der Doku zum Beispiel krass, die Momente, wo du gesagt hast, nein, ich will das nicht machen, und er hat dann mit dir diskutiert. Kannst du dich jetzt bitte zusammenreißen? Ich will mich nicht. Bitte. Reiß dich ein bisschen zusammen. Am Ende hast du es dann nicht gemacht, aber es war halt ein sehr langer Weg. Okay. Das ist jetzt so die erste Situation, wo ich jetzt sage, okay, war jetzt ein bisschen komisch. Ja. Jetzt nicht überkrass, aber das ist jetzt die erste Situation, wo ich gerade verstehen kann, wieso man so empfindlich reagiert, wie jetzt auch hier die Frau. Weil das war jetzt schon ein bisschen komisch, ja. Sagte Nico auch nachher selber. Aber das war jetzt so wirklich die erste Stelle, wo ich sage, ja, das war jetzt so, war jetzt irgendwie nicht mehr witzig, war jetzt nicht mehr liebevoll, sympathisch, sondern jetzt irgendwie, ja, einfach komisch. Indem Nico versucht hat, dich zu überreden, das zu machen, kannst du verstehen, warum ich das problematisch finde? Mhm. Ja, kann ich verstehen. Aber ich fand's eigentlich ganz gut von ihm. Ich habe es sogar zu ihm gemeint, dass er gerne zu mir sagen soll, hey, kannst du mir ein bisschen helfen da, weil ich manchmal so direkt eine Blockade habe und ich merke es gar nicht, dass ich so direkt so Nein sage. Ja. Hi. Das ist natürlich was anderes, ne? Du hast ja gesagt, es gab Höhen. Muss man auch verstehen, wenn die beiden vorher eine Kommunikation haben, dass sie das sogar sich wünscht, genau dieses Verhalten, dann muss ich schon sagen, dann ja, dann ist es doch in Ordnung. Also, dann mag es auf uns Außenstehende vielleicht komisch wirken, aber wenn das die Beziehungsdynamik ist, die sie für sich wählen und die für sie perfekt ist, du, dann soll die ganze Welt die beiden hassen. Die haben ihr Glück darin und das ist richtig so. Und Tiefen in eurer Beziehung? Dann habe ich gefragt, was waren Tiefen? Hast du gesagt, na, Tiefen sind halt, wenn sie ihre Periode hat zum Beispiel. Warum ist das so? Naja, weil sie zu dem Zeitpunkt vielleicht etwas gereizter ist. Und es ist schwierig, weil? In der Vergangenheit gab es da halt mal ein paar Streitigkeiten, wenn sie halt ein bisschen negativ war. Der fragt sich auch, was mache ich hier eigentlich? Du hast ja schon sehr, sehr klare Vorstellungen,
Das habe ich auch in der Pornfluencer-Doku wirklich gesehen. Aber da gab es ja auch den einen oder anderen Moment, zum Beispiel in der Doku, wo du Jamie überredet hast oder versucht hast, zu überreden, was zu tun. Ich tue einfach hier dein Höschen kurz hochziehen und machst so. Nein. So, weißt du, so. Nein. Sieht doch keiner. Aber hier zwischen den Autos. Oh mein Gott. Rein. Wie süß, kann man bitte Nein sagen? Nein, dein Oberteil. Achso, mein Oberteil. Du hast ein Höschen gesagt. Das ist total was anderes. Okay. Nee, ich will's nicht. Dann geh runter in die Knie. Nein. Oh, ne. Sieht doch da keiner. Das sind überall Leute. Nur kurz. Nee. Es tut mir leid, aber so mag ich nicht zu arbeiten. Verstehst du? Entweder du machst es selber oder du machst halt, was ich dir sage. Kannst du verstehen, dass ich das problematisch finde? Das ist jetzt interessant. Schau mal, von den Worten her war das jetzt ähnlich wie das, was er vorhin gesagt hat, wo er gesagt hat, wo er sie sozusagen versucht hat zu überreden, aber von der Energie war das jetzt richtig anders. Vorhin war es so, wo ich halt gesagt habe, so ein bisschen komisch, so habe ich das empfunden, und diesmal war es irgendwie so richtig kraftvoll. Also so richtig klar, einfach auch in seiner Kommunikation. Ich finde, man spürt, der ist sehr autoritär in dieser Beziehung. Und gleichzeitig merkt man aber, er würde zum Beispiel nie gewalttätig werden, wenn sie jetzt einfach sagen würde, ich habe jetzt keine Lust mehr und weggeht. So, er wäre jetzt nicht der, wo ihr jetzt hinterher rennt oder sie festhält oder sonst was. Und das finde ich so interessant. Die Menschen wie jetzt Nico, die auf den ersten Blick scheinbar irgendwie super autoritär sind oder jetzt, ich sag mal, so ein Standardformat wie jetzt Follow Me Reports, die würden jetzt sagen, der irgendwie ein Aggressionsproblem oder sonst was hat. Der Mensch ist in Wahrheit der, der die Frau gut behandelt. Und der, der sozusagen oberflächlich im ersten Eindruck irgendwie sehr flachsig wirkt, irgendwie so unterwürfig, vielleicht auch ein bisschen, der halt irgendwie nicht so richtig weiß, wie er mit einer Frau umgehen soll. Dieser Mensch, das ist der, der dann der Frau hinterher rennt, wenn sie wirklich nicht mehr will. Und das ist der, der wirklich, da kommt mir das englische Wort Harassment, also so wirklich so Verfolgung in dem Sinne, an den Tag legt, wenn die Frau ihm einfach einen Korb gibt, weißt du, der dann wirklich ein Ego-Problem damit hat. Und das merkt man bei Nico, ist überhaupt nicht der Fall. So, Nico, der hat einen gesunden Selbstwert, und man merkt, wenn die Jamie jetzt meinetwegen auf den keine Lust mehr hätte und gehen würde, der würde seinen Lebensweg weitergehen. Ja, und das macht ihn so attraktiv, warum die Jamie auch so gerne an seiner Seite steht und auch wirklich von sich selber sagt, sie ist irgendwie gerne in dieser Beziehung auch unterwürfig, weil sie sich wohlfühlt, weil sie sich bei ihm auch sicher und geborgen fühlt. Und das schaffen keine unterwürfigen Männer, so ein Gefühl in Frauen hervorzurufen. Ja, und da Props einfach an dieser Stelle. Ich mache es gerne nochmal an, weil das war jetzt eine starke, starke Kommunikation an der Stelle. Sehr klar, hat sehr klar ausgedrückt, hier, wir können die Fotos machen, müssen es aber auch nicht. Und wenn du es nicht so machst, wie ich sage, dann können wir es auch sein lassen. Sehr kraftvoll. Ich mache es nochmal an und dann lasse ich weiterlaufen. Achso, mein Oberteil. Du hast ein Höschen gesagt. Das ist total was anderes. Okay. Nee, ich will's nicht. Dann geh runter in die Knie. Nein. Oh, ne. Sieh doch da keiner. Das sind überall Leute. Nur kurz. Nee. Es tut mir leid, aber so mag ich nicht zu arbeiten, verstehst du? Entweder du machst es selber oder du machst halt, was ich dir sage. Kannst du verstehen, dass ich das problematisch finde? Ja, kann ich verstehen, dass du das problematisch findest, ja. Was glaubst du, warum finde ich das problematisch? Weil du einen Stock im Arsch hast. Dass, darf ich nicht sagen. Dass sie etwas nicht tun will und ich sie dazu überrede, es zu tun. War es nicht so? Ich glaube, ich habe sie versucht zu überreden, ja. Ich liebe es einfach, wie ehrlich er ist. Ja, also. Ich, aus meiner Sicht habe ich versucht, sie aus ihrer Komfortzone herauszubringen. Kannst du dich in der Doku an diese eine Szene erinnern vor diesem Rad? Sie wollte nicht, und dann hast du sie immer weiter versucht, dahin zu pushen. Warum ist es denn so schwierig, ein Nein zu akzeptieren? Also ehrlich gesagt, als ich die Szene gesehen habe, hat es mich auch etwas gecringed. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht,
Krass, oder? Was für ein ehrlicher Mensch der ist. In dem Moment habe ich mir wahrscheinlich gedacht, hey, mach das doch jetzt einfach, ist doch keine große Sache. Glaubst du, dass du Jamie da manchmal zu Dingen überredest, die sie nicht tun möchte? Bestimmt, ja. Aber wenn sie sie dann gemacht hat, ist sie froh darüber, dass sie es getan hat, dass sie ihre Worte verlassen hat. Ich versuche sie natürlich... Oh mein Gott, wo sind wir in 2023? Das ist so ein cooler, gesunder junger Mann. So einfach... Boah... Schau dir einfach mal den Blick an. Ich habe jetzt random irgendwo Pause gemacht. Schau dir diesen Blick an, wie sie sucht und sucht und sucht und einfach den Fehler sucht. Ich zitiere ja so gern Jesus, oder? Der hat doch mal gesagt, du suchst den Splitter im Auge deines Gegenübers, ach, wortwörtlich, keine Ahnung, siehst aber den Balken in deinem eigenen nicht. Halleluja. Ist das ein Zitat, oder? Passender geht's doch gar nicht. Schau mal hier. Wenn sie den Balken sehen würde, in ihrem Auge, wenn ich den Balken sehen würde, in meinem Auge, wenn wir alle den Balken sehen würden, in unserem Auge, ich glaube, uns wird's besser gehen, ganz ehrlich. In die Richtung, die du für richtig empfindest. Ja, kann man so sagen, ja. Findest du denn, dass deine und Nikos Meinungen gleichberechtigt sind? Wenn ich natürlich nicht machen will, dann sage ich, können wir einen Kompromiss eingehen oder so. Aber hauptsächlich sagt natürlich er ist der Leader und ich finde das sogar gut, weil ich habe halt manchmal keinen Bock, so der Leader zu sein. Glaubst du, dass du als der Mann in der Beziehung auch derjenige bist, der besser weiß, was richtig ist? Ich glaube. Voll interessant, weil ich empfinde auch so und ich erlebe es auch so, wenn ich irgendwie nur in den Tag hineinlebe und so keinen Plan habe und dann möglicherweise die Marina das Ruder übernimmt und halt sagt, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das, merke ich auch manchmal, wie ich in so eine Art Hamsterrad verfalle im Tag und so merke, boah, meine Kraft ist irgendwie weg, ja, die schwindet irgendwie. Und erst wenn ich mich dann wirklich fokussiere und mich frage, wonach ist mir jetzt in diesem Moment, was ist mein Plan heute für den Tag, und das kann nur eine Kleinigkeit sein, dass wir dann vielleicht gerade irgendwo unterwegs sind, einen Spaziergang machen in irgendeiner Fußgängerzone und ich merke so, mir ist jetzt nach einer Pizza oder mir ist jetzt nach dem Eis oder mir ist jetzt danach, dass wir uns als Familie irgendwo an den Brunnen hinsetzen und ich dann in dem Moment die Führung in die Hand nehme und wir das dann machen, da bin ich plötzlich in dem Moment, wo mir das klar wird, auch gleichzeitig wieder in dieser Kraft. Das ist, mache ich genau dieselbe Erfahrung in meiner Partnerschaft, in meiner Familie. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich der Mann in der Beziehung bin, sondern dass ich halt in manchen Dingen mehr Erfahrung habe oder mehr gelernt habe oder so. Aber in anderen Dingen weiß sie auch mehr und da trifft sie auch die Entscheidungen. Ich versuche so viel wie möglich nicht selber zu entscheiden. Das ist ja spannend. Jamie hat gesagt, sie versucht eigentlich viele Entscheidungen an dich abzugeben. Ja, mich würde es mehr freuen, wenn sie die Entscheidung selber trifft. Ist für dich eine Beziehung zwischen Mann und Frau gleichberechtigt? Es gibt beides, denke ich. Also ich glaube, so genau gleich ist schwer. Also es gibt bestimmte Beziehungen auch, wo es sehr, sehr gleich ist. Aber ich glaube, oft ist immer irgendwie ein kleiner Unterschied. Jamie hat das schon so formuliert, dass du entsprechend auch der Leader bist. In unserer Beziehung ist es so, sie ist sehr submissive, unterwürfig und es gefällt ihr auch in dieser Rolle und mir gefällt es, in der Rolle der Dominante zu sein. In der Pornfluencer-Doku, da hast du ja auch über die Pickup-Artist-Szene gesprochen, in der du bist. Bevor wir uns kennengelernt haben, bin ich ja schon so in diese Pickup-Schiene reingegangen. Dominanz ist eher, wird als männlich gesehen. Entscheidungen zu treffen quasi, finde ich eher so eine männliche Eigenschaft. Die Frau ist dann eher mehr so die Beraterrolle vielleicht. Ja. Was meinst du damit? Dominanz ist jetzt eher was Männliches. Was bedeutet das für dich? Ja, dass die Person das tut, was die andere Person will. Ich kann nicht viel kommentieren gerade. Okay, das würde ja bedeuten, dass die Frau dann eher das tut, was der Mann will. Meistens, ja. Pick-up-Artists, ey, da habe ich, glaube ich, vor Jahren mal irgendwo, ich glaube, da war ich 16, boah, ist das lange her, habe ich so ein paar Videos auch gefunden bei YouTube, auch von solchen Pick-up-Artists. Das war irgendwie interessant. Da war ich in einem Auslandsjahr in Mexiko und halt mit blonden Haaren und so groß, wie ich damals schon war,
In Mexiko, da kannst du dir wirklich die Frauen aussuchen, mit denen du was anfangen möchtest. Und dann kamen noch diese Videos mit diesen Pickup-Artists zu mir. Das war eine gute Zeit auf jeden Fall, ja. Findest du, Männer und Frauen sind gleichberechtigt in einer Beziehung? Ziemlich, also fast, ja. Fast? Also ich finde es ein bisschen schräg, wenn die Frau den Mann die Regel gibt, also sagt, hey, putz mal die Toilette. Macht irgendwie mehr Sinn, dass die Frau das macht, weil die Frau macht auch nicht die Arbeit, was der Mann macht, zum Beispiel so Reparaturzeug. Was sind denn so Frauensachen? Ja, weiß nicht, so nähen oder so. Mein Mann näht immer seine Sachen. Echt? Ja. Das ist ja cool. Ja, das ist natürlich so ein altes, sehr, sehr altes Rollenbild. Ja, bei wem ist es jetzt verschoben? Ja, Mann ist so, Frau ist so. Ja, alle mal sagen, das sei ein verschobenes Bild. Das ist halt einfach das Bild, was sie haben, oder? Das ist doch das Schöne. Was findest du denn daran gut? Die Menschen können es immer selber entscheiden, sowohl jetzt Individuen als auch in der Partnerschaft, wie wir die Dinge sehen wollen. Das Sagen hat. Das gibt mir viel Freiheit. Ich habe überhaupt keine Verantwortung mehr an sich. Ich kann einfach relaxed sein und er hat quasi die Probleme oder so. Ich muss auf jeden Fall noch mal nachhaken an diese eine Situation, dieses eine Gespräch, was wir hatten. Und wenn ich zum Beispiel keinen Bock auf Sex habe und er auch, also er hat Bock auf Sex, ja, lasse ich ihn mal oder so, dann geht das voll. Aber das ist ja schon wichtig, dann ihn auch zu befriedigen, wenn er Bock hat. Ja, schon. Sonst ist er ein bisschen so aggressiv, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann denke ich so, okay. Nee, sie weiß nicht, wie du meinst. Was meintest du damit? Dann wird er aggressiv, wenn du es nicht machst. Also nicht wirklich aggressiv, aber ein bisschen mehr so, ich will dich quasi so, ich will dich mäßig. Und dann macht er was? Er sagt, zieh dich aus. Und dann sehe ich mich halt aus und er mich. Das finde ich krass. Das finde ich krass. Natürlich nicht immer, wow. Also, wenn ich sage, hey. Ja, krass, oder? Wie unterschiedlich die beiden Frauen auf dieses Verhalten reagieren. Das ist so krass, konträr. Es geht so in beide Richtungen. Die Jamie redet davon, wie der Nico ihr sagt, komm, zieh dich aus, ich fick dich. Und die Reporterin, also und sie ist so angetörnt davon irgendwie. Und die Reporterin ist so, wow, finde ich jetzt richtig krass. Also wie unterschiedlich das ist, oder? Krass. Ich frage mich gerade, wie sieht wohl die Beziehung der Reporterin mit ihrem Partner aus? Also wie ist deren Sexleben? Wie schaut die Lebendigkeit in deren Beziehung aus? Befriedigen die sich auch selber oder haben die nur Sex in der Partnerschaft oder haben die generell überhaupt Sex oder sind die so eingebunden in ihren Jobs und in ihrer Abhängigkeit des Angestelltenverhältnisses, dass sie vielleicht gar keine Zeit haben oder dass sie gar nicht die Muße dazu haben? Es würde mich wirklich mal interessieren, weil die Reporterin auch so interessiert ist und auch so neugierig ist, würde mich mal wirklich interessieren, wie es bei ihr aussieht. Weil es wirkt auf mich jetzt nicht so, als hätte sie das erfüllteste Sexleben ever und möchte sich mit der Jamie einfach austauschen, sondern es ist eher so ein, ja, als wäre sie maßlos getriggert von den beiden. Ich möchte gerade wirklich nicht, ich bin gerade müde. Dann sagt er, okay, dann können wir das später machen oder mal anders. Dass das schon mal vorgekommen ist allein oder dass das passiert ist, das... Ich weiß, du hast vielleicht so ein Bild, hast du das ein getriggert, ganz anderes Bild. Ich weiß, du denkst ganz anders, aber es ist nicht so. Es ist wirklich so, der sagt, hey, willst du dich nicht ausziehen? Ich möchte wirklich... Dann sage ich, natürlich, okay, auch wenn ich jetzt nicht will. Das schockt mich gerade total. Ich finde es richtig krass, weil... Ja, ich fühle die. Das geht sehr entgegen dem, wie ich mir... Ne, auch ein gesunder Sex... Ich finde... Hey. Na, das sage ich am besten gar nichts dazu. Das Sexleben ist sehr gesund, wirklich. Es ist einfach mein Job als Frau, das zu machen. Es ist einfach so normal, ich weiß nicht. Genau das meine ich. Ich finde, Sex für die Männer ist so wie Sprechen für Frauen. Ist echt so. Die Männer, Sex für Männer ist ganz anders als für Frauen. Und das wird sehr oft falsch gesehen, finde ich. Ja, ich sehe es wirklich ganz anders. Für mich persönlich wäre das... Wenn ja, interessant, dass sie jetzt ihre Meinung teilt, aber das Spannende ist ja, nach ihrer Meinung hat überhaupt niemand gefragt. Sie ist diejenige, die hier die Reportage macht und jetzt kommt sie raus und fängt an, über sich selber zu reden, sich selber wichtig zu nehmen. Das ist an dieser Stelle einfach überhaupt nicht angebracht in meinen Augen. Sie soll das Interview machen, sie soll ihren Job machen, aber keiner hat sie gefragt, wie es für sie ist oder sonst was. Sie hat offensichtlich irgendein Problem. Sonst würde sie nicht diese Mimik an den Tag legen. So
Schwierig. Schwierig. In meinen Augen sollte sie mal Pause machen von diesem Job. Was machen würde, das wäre total übergriffig, wenn er erwarten würde, dass ich immer mit ihm Sex habe. Vielleicht erinnerst du dich an die eine Szene, wo es darum ging, wie häufig ihr Sex habt. Und dann hatte sie gesagt, wenn ich keine Lust habe, dann blase ich ihm ein, weil sonst wird er aggressiv. Was meint sie damit? Also ich glaube nicht, dass sie meint, dass ich damit aggressiv werde. Ich glaube, das ist eher so ein Kompromiss, den sie mit mir eingeht. Die Sache ist, es gibt jetzt nicht so das perfekte Wort, was mir dafür einfallen würde. Beharrlichkeit, keine Ahnung. Also ich bleibe dann halt dran. Jamie hat auf jeden Fall erzählt, dass du, wenn du... Dass du manchmal, wenn du sehr, sehr geil bist, sagst, hier, zieh dich aus. Er liebt die. Und sie dann, also das waren so ihre Worte. Was sagst du dazu? Meistens, wenn sie halt keine Lust hat, sagt sie halt, nee, keine Lust. Und dann sage ich halt, oh, komm schon. Und wenn sie halt keinen Bock hat, dann halt nicht. Und glaubst du, sie macht das dann aber auch, wenn sie keinen Bock hat? Ja, manchmal ja, aber manchmal auch nicht. Das finde ich krass. Das ist für mich, klingt für mich halt nach einem sexuellen Übergriff, wenn einer was macht, was der andere nicht will. Weißt du? Jetzt würde Nico hier eine Reportage über sie machen. Gibt es aber auch mal Dinge, die du machst für Jamie, die du nicht machen möchtest? Ja, auf jeden Fall, ja. Mit ihr shoppen gehen, keine Ahnung. Das denke ich normal, dass man Kompromisse eingeht in einer Beziehung. Das ist halt in dem sexuellen Bereich, da ist es halt ein bisschen kontrovers. Warum ist es kontrovers, denkst du? Weil dann halt dieser Gedanke entsteht, ja, das ist ein Übergriff. Also ich habe auch... Ich möchte aber auch mal was Positives sagen über diese Frau. Sie ist wirklich sehr, ja, sehr interessiert. Das muss man ihr wirklich lassen. Und jetzt habe ich auch wirklich an einer schönen Stelle gerade Pause gemacht. Hier zeigt sie ein schönes Gesicht von sich. Sie wirkt wirklich sehr interessiert. Und vielleicht ist da ein ganz, ganz kleiner Teil in ihr, die sich vielleicht auch Zuneigung wünscht und vielleicht auch einfach ja, diese Nähe vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin jetzt nur am Nachdenken, Fühlen, was auch immer. Es ist auch nicht wichtig, es geht auch überhaupt nicht darum. Aber ich finde, es ist auch sehr mutig von ihr, dieses Thema mit einem so großen Kanal und einer so großen Followerschaft so in der Form zu behandeln. Und ich stelle es mir auch gar nicht so einfach vor, wenn du natürlich in den Kommentaren jeden Dödel aus Deutschland als Abonnent hast und du dir so auch noch, und das auch noch dein Job ist, du musst es machen, du musst diese Kommentare lesen, du musst darauf eingehen, du musst sie moderieren, du musst dich mit so viel Scheiße den ganzen Tag auseinandersetzen. Ich kann mir vorstellen, dass du da auch teilweise echt nicht den Verstand verlierst, aber dann auch wirklich nicht mehr wirklich weißt, so, ist das jetzt gut, was ich mache? Oder die Tatsache, dass es ein Re-Upload ist, die spricht ja Bände. Ja, warum sollte man ein Video runternehmen und später wieder hochladen? Macht keinen Sinn. Ist doch ein bewusster Entscheidungsprozess, ein Video zu produzieren und hochzuladen. Das nehme ich doch dann nachträglich nicht mehr runter. So, und gleichzeitig denke ich mir so, was habe ich schon viele Videos in meinem Leben aufgenommen und später wieder runtergenommen? Weißt du, wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle nur Menschen. Und ich finde es generell einfach cool, dass das Thema behandelt wird. Und ich finde auch diese Frau, ich finde die auch toll. Ja, ich würde jetzt mit ihr keine Zeit verbringen wollen. Danke, nein. In diesem Leben sicher nicht. Aber ich finde es cool, was sie macht. Ich finde es cool, dass sie so interessiert ist und dass sie wirklich ihr Bestes gibt. Ihr zuliebe Sex mit ihr, wenn ich nicht so Lust habe und sie Lust drauf hat. Also würde ich jetzt auch nicht als sexuellen Übergriff von ihr ansehen. Glaubst du, es ist die Aufgabe einer Frau, den Mann zu befriedigen, wenn immer er es braucht? Also auf jeden Fall nicht, wann immer er es braucht. Aber ich denke, in einer glücklichen Beziehung sollte man sich gegenseitig befriedigen, wenn man die andere Person Lust drauf hat. Also das heißt beidseitig sozusagen? Ja, genau. Vielen Dank dir. Gibt es jetzt noch irgendwas, nachdem wir jetzt so viel gesprochen haben, was ihr unseren ZuschauerInnen sagen wollt? Ich glaube, wenn man... Was ich mich vorhin schon gefragt habe, was ist denn eigentlich mit den Zuschauern außen? Ist es nicht voll diskriminierend, nur die ZuschauerInnen anzusprechen? Getriggert wird, dann ist das eine Sache in einem drin, die vielleicht geheilt werden möchte. Ich weiß nicht.
Ja, ich finde auch das. Gut, bevor das zu philosophisch wird, das Ganze hier, mache ich einen Cut. Wir sind jetzt fast eine Stunde dabei und ich muss jetzt schauen, dass ich das schnell beende, dass wir auf jeden Fall unter der Stunde insgesamt bleiben. Weil also die zwei Teile zusammengerechnet, hey, mega cool, dass du bis zum Ende dabei warst. Mann, ich werde keine Worte dafür finden, wie cool ich das finde, dass du dir diese Videos gönnst. Und ja, ich hoffe, du hast dich unterhalten gefühlt. Wenn dich die letzten anderthalb Minuten von der Dokumentation noch interessieren, dann verlinke ich dir das Video einfach unten in der Videobeschreibung, dann schau sie dir doch gerne noch eben an. Ich habe auf jeden Fall jetzt genug gehört, genug gesehen und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, bis dahin, dein Johannes. Ciao und noch einen schönen Tag.